Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Am Heizkraftwerk Süd kam es nun zu spektakulären Szenen. Ein riesengroßes Bauteil flog über die Schäftlarnstraße. Hintergrund ist die Modernisierung des Standorts. Wir haben den schwebenden Boten der Erneuerung begleitet. Das Heizkraftwerk Süd in Sendling. Die Stadtwerke München haben hier Deutschlands größte Geothermieanlage errichtet. Sie modernisieren zudem die beiden Gas- und Dampfturbinen des Heizkraftwerks Süd. In den vergangenen 2 Jahren waren neue Turbinen angeliefert und eingebaut worden. Jetzt gab es wieder was Spektakuläres zu sehen. Ein Bauteil, das aufs Kraftwerk fliegt. Genauer gesagt, das erste 20 Tonnen schwere Segment eines insgesamt 220 Tonnen schweren Rückkühlers. Es wurde per Schwerlastkran von der Großmarkthalle auf das Dach des HKW Süd gehievt. Die Baustelle hier ist so eng, dass Bauteile auf Flächen der Großmarkthalle vormontiert werden müssen. Dafür muss die Schäftlarnstraße vollständig gesperrt werden. Alles hat reibungslos geklappt. Die Straße konnte nach nur 8 Minuten wieder freigegeben werden. Übrigens, ein weiteres tonnenschweres Bauteil ist inzwischen auch schon per Kran eingeflogen. Die jetzt noch fehlenden Bauteile werden ganz ohne Störung des Verkehrs vom Gelände des Energiestandorts selbst eingehoben und verbaut. Die neuen Gas- und Dampfturbinen im HKW Süd können zukünftig auch erneuerbare Gase zur Energieerzeugung nutzen. Sie sind Bausteine der SWM auf dem Weg zu klimaneutraler Fernwärme. Und auch an anderer Stelle beweisen sich die SWM als Gestalter der Wärmewende. Bis spätestens 2040 wollen sie den Münchner Fernwärmebedarf CO2-neutral decken, vorwiegend aus Geothermie. Dafür wird das Fernwärmenetz ertüchtigt, vor allem das Dampfnetz innerhalb des Mittleren Rings. In mehreren Schritten wird es fit gemacht für die Ökowärme. Bei den für dieses Jahr vorgesehenen Gebäuden wurde vor kurzem die Umstellung abgeschlossen. 4 Jahre Planung, 6 Wochen Bauzeit und alles lief wie geplant. Das Umstellgebiet Berg am Laim, Rammersdorf ist umgestellt. Knapp 2700 Haushalte und Gewerbebetriebe hängen nicht mehr am Dampfnetz, sondern am modernen Heizwassernetz. Ein weiterer Schritt der Dampfnetzumstellung ist geschafft. Die Stadtwerke München betreiben heute noch 2 unterschiedliche Wärmenetzsysteme. Zum einen ein seit 1908 gewachsenes Dampfnetz innerhalb des Mittleren Rings und zum anderen Heißwassernetze, unter anderem in Sendling, Perlach und Freimann, die später entstanden sind. Die Geothermie liefert uns ca. 120 Grad Celsius heißes Wasser. Das kann nicht in die bestehenden Dampfnetze eingespeist werden, weil diese für andere Drücke und Temperaturen gebaut wurden. Daher müssen wir in den nächsten Jahren sukzessive unsere Dampfnetzgebiete auf ein modernes Heißwassernetz umstellen. In den kommenden Jahren werden dann verschiedene Teile Heidhausens und der Au umgestellt. Eine wichtige Entscheidung für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Bei sommerlichen Temperaturen feierte die GEWOFAG nun ihr 3. Mieterfest 2022, das beim Neubau am Südpark stattfand. Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der GEWOFAG Verena Dietl, Stadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merck und Dr. Klaus-Michael Dengler, Sprecher der GEWOFAG-Geschäftsführung, hießen die Bewohnerinnen und Bewohner herzlich willkommen. Er sitzt am Tisch und wartet auf Gesellschaft. Der sitzende Schmolch ist das künstlerische Highlight in der GEWOFAG-Wohnanlage Südpark an der Boschitzrieder Straße. Das spaßige Fabelwesen stammt von dem Münchner Künstler Steffen Schuster, dessen Schmolche bereits in vielen GEWOFAG-Siedlungen hausen und für viel Freude sorgen. Bereits Ende 2020 wurde dieses neue Quartier der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bezogen. Doch wegen der Pandemie konnte das traditionelle Mieterfest erst jetzt stattfinden.
Sinn und Zweck von der Mieterfest ist natürlich, dass sich die Mieterschaft untereinander noch besser kennenlernt, Kontakte geknüpft werden, soweit sich die Nachbarinnen noch nicht kennen, jetzt kennenlernen und den guten nachbarschaftlichen Austausch heute pflegen. Das ist auch ein Dank dafür, dass natürlich in der Anfangszeit während des Bezugs noch viele Erschwernisse da sind und das ist auch der Dank der GEBOFAG für unsere treue Mieterschaft. 389 bezahlbare Wohnungen hat die GEBOFAG hier am Südpark gebaut. Es gibt ein Haus für Kinder, ein Familienzentrum und einen Bewohnertreff. Die optisch ansprechende Architektur dient auch als Schallschutz für den lauschigen Innenhof. Die Dachterrassen sind für alle zugänglich und bieten echte Wohn- und Lebensqualität. Grund genug, heute ausgiebig zu feiern. Für die Mietwohnungen gibt es verschiedene Fördermodelle. Insgesamt brauchen wir einfach immer eine gute Mischung und mir ist natürlich immer sehr wichtig als Sozialbürgermeisterin, dass wir auch gute Unterkünfte haben für Familien, für Menschen, die in Not geraten sind. Und hier unser Beitrag mit Flexi-Wohnen zusätzlich hier zu ermöglichen, ist wirklich wieder sehr gelungen und hervorragend, dass wir was Gutes tun für den Wohnbereich. Flexi-Wohnen, was verbirgt sich da dahinter? Ja, da geht es darum, dass man da übergangsweise auch wo wohnt, wo man untergebracht werden kann, wo man unterstützt wird im Wohnen und dann vielleicht auch längerfristig auch wieder sich darauf vorbereiten kann, in einer anderen Wohnung zu wohnen. Und mit einem unterstützt mit einem sozialpädagogischen Konzept, dass die Menschen erstmal wieder zur Ruhe kommen können und gute Beratung und Unterstützung bekommen. Der sitzende Schmolch, die Bronzeskulptur von Steffen Schuster, steht für ein gelungenes Miteinander von Jung und Alt. Genauso wie das Mieterfest hier in Obersendling. Dass man sagt, man fühlt sich hier so heimisch und man fühlt sich da zugeordnet. Das gibt ja so am neuen Stadtquartier dann auch eine eigene Identität. Und ich hoffe auch, dass der Nachbarschaftstreff oder kleine Aktionen wie eben heute das Mieterfest im Hof am Ende dann auch dazu beitragen. Wir brauchen ja nicht nur Wohnraum, ich glaube, wir brauchen schon auch einfach Menschlichkeit und soziale Begegnungen in unserem Viertel. Und das hat man ja in Corona auch gemerkt. Plötzlich ist man auf die Nachbarschaft ganz anders angewiesen. Und das ist vielleicht schon eine Erfahrung auch, die trägt und uns vielleicht ja auch im positiven Sinn verändert. Und so wurde bei bester Stimmung bis in den Abend hinein gefeiert. Sommerpause beim Kulturprogramm im HP8, dem Interimsquartier vom Gasteig. Doch Mitte September geht es schon wieder unvermindert weiter. Dann geben sich zum Beispiel in der Isar-Philharmonie erneut die internationalen Top-Orchester und die Superstars aus Klassik und Jazz die Klinke in die Hand. Gasteig-Chef Max Wagner macht heute mit uns einen Rundgang über das HP8-Gelände und zeigt, was zuletzt war und was schon bald kommt. Die erste Saison in der Isar-Philharmonie schlug ein wie eine Bombe. Bis in den August, statt wie bislang in der Philharmonie in den Juli, fanden hier Veranstaltungen statt. Innerhalb von nur einem Jahr hat sich der neue Konzertsaal weltweit etabliert. Es ist natürlich ein großes Geschenk, dass einmal die Akustik von den Künstlerinnen und Künstlern so gut angenommen worden ist, aber auch von der Presse. Wir hatten ja sogar fast eine ganze Seite in der New York Times und also wurden gefeiert, ja, mit diesem Saal, der ja eigentlich nur ein Interim sein soll. Viele Highlights gab es in der vergangenen Saison in der Hans-Preisinger Straße 8. Volles Haus zum Beispiel bei der Eröffnung oder hier bei Tanz den Gasteig. Bombenstimmung beim Isarflux oder Alpenrausch-Festival. Mit der originellen Aktion Bühne frei wird nun hier in der Isar-Philharmonie die neue Saison starten. Es ist ein langes Wochenende vom 9. bis zum 12. September, wo hier Leute von 9 Uhr früh bis 19 Uhr abends wirklich einen Slot sich buchen können. Und dann geht's los bis abends. Eben kann hier jeder machen, was er will. Eigentlich Musik machen, singen, tanzen, vielleicht auch einfach nur meditieren. Also das ist jedem freigestellt. Mitbringen darf man aber nur sein eigenes Privatpublikum. Die Halle E bleibt auch in Zukunft das Zentrum, wo alles zusammenläuft. Sie soll sich aber noch mehr öffnen für alle Kulturfans.
das ist das, was mir persönlich so Spaß macht, weil ich denke, wir müssen in der Kultur uns viel mehr öffnen. Wir müssen viel mehr die Schwellen niedrig legen. Und ich vergleiche uns oft mit einem Marktplatz, mit einem Marktplatz in einer schönen kleinen Stadt, wo alt und jung, arm und reich, alle gerne hinkommen, weil sie sagen, das ist mein Platz. Ja, ich wohne in dieser Stadt, ich darf da sein. Hier ins Haus G kommt im Oktober die Musikhochschule mit Unterrichts- und Übungsräumen. Im Haus K wird im Oktober die Münchner Volkshochschule einziehen. Auch ein kleiner Konzertsaal ist in diesem Bau. Vom 7. bis 9. Oktober gibt es eine riesige Eröffnungsfeier mit viel Programm. Und wir steuern dabei als kleines Geschenk eine sogenannte Tanzkaraoke. Sie merken, wir machen immer viel mit Tanz. Aber das Schöne ist eben, da machen Leute was vor und man selber kann nachmachen. Also so eigentlich wie bei einer Karaoke, nur dann mit Tanz. Und da wurden auch Videos gedreht mit Leuten hier aus München, die selber gezeigt haben, was sie drauf haben. Und das kann man dann nachtanzen sozusagen. Ab Oktober ist dann also die Gasteig-Familie mit allen Instituten hier im Interimsquartier in Sendling komplett. Und noch eine spektakuläre Aktion wird es am 13. September auf der Außenfläche vor dem Haupteingang geben. Die heißt Inside Out. Der Künstler JR hat das schon in über 130 Ländern gemacht. Und es ist immer so, es kommt ein kleiner Lastwagen, der sieht aus wie eine Kamera. Und da kann man sich dran fotografieren lassen. Und dann wird das Foto ganz groß ausgedrückt und angeklebt. Ja? Und das wird diesmal der ganze Saal X damit bepflastert werden. Über 445.000 Menschen haben weltweit bereits bei dem Projekt Inside Out des französischen Street-Art-Künstlers JR mitgemacht. Und hier in unser München geht es jetzt weiter mit der Rubrik Veranstaltungen. Wir stellen uns was vor. Im September geht Jan-Christoph Gockel in seine dritte Spielzeit in den Münchner Kammerspielen. Für den 15. Oktober hat der Hausregisseur eine ganz besondere Premiere geplant. Ein neues Stück, das zeitgleich in zwei Städten spielt. Hat einen französischen Titel, Les Statues rêvent aussi, Vision einer Rückkehr, also träumende Statuen, träumende Kunstobjekte. Es geht um geraubte Kunst und eine Statue in einem Keller eines ethnologischen Museums träumt von ihrer Heimkehr. Das ist eine Arbeit, die ich zusammen mit dem Choreograf Sajemi Koulibaly realisiere. Wir inszenieren das, choreografieren das gemeinsam. Ist ein international gefeierter Choreograf. Ich freue mich sehr, dass wir den für diese Zusammenarbeit hier gewinnen konnten. Das ist eine sehr besondere Herausforderung. Das Stück spielt immer gleichzeitig in München und in der westafrikanischen Stadt. Das heißt, die Menschen hier können mit einem Publikum in der afrikanischen Stadt gemeinsam ins Theater gehen. Das Ganze ist über digitale Technologie verbunden, das heißt, man sieht per Video, was in der anderen Stadt passiert. Aber es ist ein gemeinsamer Theaterabend, es steht auch dafür, wie wir versuchen, über die Grenzen und Distanz hinweg die Welt verbunden zu halten. Das Ensemble steht über eine Live-Kamera im Kontakt. In der Statue in einem Keller eines Museums in München erwacht eine Prinzessin, die nach Hause zurückkehren möchte. Prinzessin Jenniger aus dem 12. Jahrhundert ist eine tolle emanzipatorische Figur, mit der sich Serge sehr lange beschäftigt hat. Und in unserer Variation der Geschichte ist sie quasi in einem Kunstobjekt gefangen, wandelt durch den Museumskeller und trifft auf die Afronautin Sisi aus unserem Stück Wir Schwarzen müssen zusammenhalten, eine Erwiderung. Und es kommt zu einer virtuellen Reise und auch so einer Befreiung. Also ich glaube, ein Stück von uns ohne Humor ist undenkbar, aber wie immer oder glaube ich gerade bei dieser Frage sind da drin natürlich tiefer Schmerz und Getrenntsein vergraben. Wir haben aber trotzdem gesagt, dass wir diese Zeit des Kolonialismus, wo diese Gegenstände geraubt wurden, nicht ausklammern wollen, aber dem nicht den Hauptteil einräumen, sondern auch eine visionäre Möglichkeiten zu träumen und auch politisch zu träumen, dass andere Dinge, andere Welten möglich sind, auch wenn das in der Realität manchmal gerade nicht so scheint. Les Statues rêvent aussi. Vision einer Rückkehr. Premiere ist am 15. Oktober in der Therese-Giese-Halle der Münchner Kammerspiele.
Wir sind am Ende unserer Sendung, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Doch auch nächste Woche sind wir mit Unser München für Sie wieder da. Erstausstrahlung Mittwoch, 18.45 Uhr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.